Im Kulturhistorischen Museum ist in diesem Jahr fast immer etwas los. Kürzlich wurde ein neues Buch vorgestellt, in dem es um die Schätze aus der Gotik geht. Und auch die Megiddo-Borg eröffnete ihre neue Saison. Wir haben uns beide Ereignisse näher angeschaut und im nächsten Bericht zusammengefasst. Der Museumsverband Sachsen-Anhalt stellte im Museum kürzlich seine neueste, reich bebilderte Publikation zu den Museen Sachsen-Anhalts vor. Im Domjahr 2009 führt es den interessierten Leser auf 276 Seiten mit 355 teils ganzseitigen Abbildungen vieler Details zu Zeugnissen der Kunst- und Alltagswelt aus der Zeit von etwa 1250 bis zum ausgehenden Mittelalter, wie sie bis heute in den Museen Sachsen-Anhalts aufbewahrt werden. Geht es um Schätze der Gotik in Sachsen-Anhalt, denken die meisten an den Magdeburger Dom oder an die berühmten Domschätze in Halberstadt, Merseburg und Naumburg. Doch auch anderenorts zeigen sich wahrhafte Kostbarkeiten der längst vergangenen Epoche. Die Autorin Dr. Gabi Cooper führt neben den bekannten Ausstellungen zu weniger bekannten Häusern wie dem Altmärkischen Museum Stendal, dem Johann Friedrich Dannaeym Museum in Salzwedel oder dem Tangerbünder Stadtmuseum, das in einem der schönsten Rathäuser der Backsteingotik untergebracht ist. Die Reise auf den Spuren der Gotik leitet den Leser ebenso zur Burg Falkenstein, zur Neuenburg oder der Burg Querfurt. Die Wiederentdeckung der Stilrichtung Neogotik im 19. Jahrhundert mit ihren architektonischen Zeugnissen wie dem gotischen Haus Wörlitz, dem Schloss Wernigerode oder herausragenden Gemälden in der anhaltischen Gemäldegalerie Dessau rundet das Bild ab. Das Buch ist im Janosch Steckowitsch Verlag erschienen und ab sofort für 16,80 € im Buchhandel erhältlich. Bereits zum 14. Mal findet in diesem Sommer das museumspädagogische Projekt Megiddo-Borg auf dem Innenhof des Kulturhistorischen Museums statt, das auch in diesem Jahr in Kooperation mit dem Jobcenter Arge und der AKB durchgeführt wird. Passend zum 800-jährigen Domjubiläum steht die aktuelle Saison unter dem Thema Der vollmächtige Rat und der heilige Mauritius. Wir sitzen hier in der Taverna, das wird für manchen, der sich auskennt in der Megiddo-Borg, etwas fremd klingen. Aber es ist tatsächlich so, es gab im 13. Jahrhundert um 1205, das haben wir aus den Archiven herausgelöst, aus den Chroniken herausgelöst. Es gab in Magdeburg nicht nur eine Schenke später dann, wie wir sie bisher hatten, sondern es gab damals auch so etwas Fremdklingendes, fast italienisch klingendes, eine Taverna. Deswegen sitzen wir jetzt in einer Taverna und die Einzelheiten, die damit historisch zu verbinden sind, die erläutern wir und spielen wir natürlich in diesem Spiel. Wie immer in den vergangenen Jahren sind die Termine für Schulklassen längst alle vergeben. Aber es gibt auch wieder öffentliche Markttage am 4. Juli und 1. August, jeweils von 10 bis 14 Uhr, sowie Familientage am 20. September und 3. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Am 17. Juni veranstalten die Evangelische Domgemeinde und das Museum von 10 bis 15 Uhr anlässlich des Domjubiläums einen Kathedraltag für Kinder mit zahlreichen Aktionen und interessanten Angeboten. Für unsere Zuschauer, die sich besonders für die Festungsanlagen interessieren, hier noch der Hinweis, dass sich das Modell des Kavaliers Scharnhorst von Gustav Adolf Lochmann, über das wir in der vorigen Sendung ausführlich berichtet hatten, inzwischen im Museum befindet. Es hat mittlerweile eine stabile Acrylabdeckung erhalten, die es vor Staub schützen soll. Vermutlich erst 2010 wird es für jedermann dann in der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung zu sehen sein.